Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Let's Play Stream. Ich weiß es immer noch nicht, wie ich das alles benenne. Es geht heute um Tiny and Big, Grandpa's Leftover. Das ist ein Spiel, wie ihr hier schon mal seht. Ich habe das damals schon ein bisschen gezockt. Damals heißt, glaube ich, auch schon wieder von 5 Jahren oder so. Und ich weiß noch, dass es so ein kleines Rätselspiel ist, wo man auch ein bestimmtes Gebiet hat und dieses dann modifizieren kann, sage ich mal so. Es könnte, oder es ist wirklich ganz witzig, dieses Spiel. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal nochmal rein. Ich denke mal, es wird mir gefallen und ich werde es durchzocken. Aber ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und starte einfach mal ein neues Spiel. Genau, weil zuerst, bevor wir überhaupt in die richtige Welt reinkommen, müssen wir das Tutorial machen, das weiß ich noch. Also, oh Moment. Also, starte ich mit der Maus oder mit der rechten? Okay, das kriegen wir noch hin. Oh, lololol. Ich muss bloß kurz gleich mal die... Ne, das kann man hier nicht einstellen, oder? Hohoho. Steuerung? Mausempfindlichkeit. Zurück, bitte. Was sitzen? Ja, besser. So. So, Space ist natürlich springen. Also, es ist auch ein bisschen Jump and Run. Schön, schön. Die virtuelle Unterhose ist schon mal dein. Es geht auch um Unterhosen. Das habe ich auch schon mal verstanden. Oder habe ich, weiß ich jetzt denn noch. Ich gebe dir die Würfel so, dass du die Unterhosen erreichen kannst. So. Ja, weil es gibt Gegenstände, die man hin und her schieben kann. Kann hier einfach so mal drüber springen und hier mache ich den hier, oder? Also. Das Spiel wird mir wahrscheinlich dann auch einmal so sagen, ey, ich muss das Level vielleicht auch nochmal neu machen, weil ich jetzt so irgendwas verpasst habe oder so, ich weiß es nicht. Wegen der Kamera, da muss ich auch einmal noch gucken, wie ich das mache, ob ich die vielleicht nicht weiter oben platziere, aber wenn es jetzt bloß jetzt dieses Tutorial ist mit diesem Radio, dann glaube ich, lasse ich die mal hier unten. So. Rechte Maustaste und heranziehen. Okay. Also mit rechter Maustaste können wir dann diesen... Boah, was sind das? Zumindest dieses Gerät können wir da schön benutzen. Um da irgendwelche Gegenstände zu sich zu ziehen. Und es ist auch komplett egal, wie schwer diese Gegenstände sind. Ich glaube, das ist komplett egal. So, nutze deine Klaue. So, die Klaue wäre wahrscheinlich... Also, die Klaue ist einfach bloß, ja, dass ich das benutzen soll. Also, dann machen wir hier einmal... Hier, dieses Mittelstück noch. Ich könnte natürlich auch, das ist wahrscheinlich wieder einfacher, das einfach ranziehen. Einfach, einfach. So. Ja, wenn man wahrscheinlich ein bisschen mehr Jump and Run Movement beweisen würde, wie ich, könnte man sich wahrscheinlich ein, zwei Dinge auch sparen, würde ich mal schätzen. Aber schauen wir mal. Ich bin auch mal gespannt, ob ich ein paar Mal sterben werde, weil wir einfach so ein großes Teil auf den Kopf fällt. Aber schauen wir mal. War zwar ein bisschen schwierig, aber gut gemeistert. Ja, das stimmt. Aber es ist auch ganz cool, dass man am Schluss nochmal von so einem Tutorial bekommt, also so ein Level bekommt, wo man einfach nochmal alles ausprobieren darf. Jetzt zum Laser. So, linke Maustaste gedrückt. Und wir können damit schneiden. Und froh schneiden. So. Weil das ist jetzt natürlich der Punkt, wo dieses Spiel richtig geil wird.
Was ist, oh Gott, so war das? Ja, genau. Weil jetzt ziehen wir das noch weg. Geht es? Warte. Es ist zu schwer. Okay, Moment, da müssen wir kurz nochmal schneiden. Machen wir es so. Jetzt, glaube ich, ist besser abgeschnitten. So, und ich könnte jetzt hier das, dieses Teil könnte ich jetzt dann auch wieder zu mir herziehen. Bloß was für Möglichkeiten jetzt da sind. Wenn ich jetzt da so nicht raufkomme, hätte ich jetzt dieses kleine Stück hier vielleicht noch hierher nehmen können. Dann wäre ich da drauf gesprungen. Also es ist, glaube ich, echt, es ist eigentlich ein cooles Game, wo man halt Sachen bearbeiten kann. Erst denken, dann schneiden. Jeder Schnitt ist endgültig. Wenn du einen Schnitt abbrechen willst, einfach nochmal linke Maustaste drücken. MMO Empire, ja, schönen guten Abend. Abend. So, wenn jetzt der schon endgültig ist, der Schnitt. Also einfach mit rechter Maustaste kann man es auch abbrechen. Da wenn ich aber jetzt hier eh schon dastehe. Ja, das könnte jetzt interessant werden von hier unten, ne? Oh, das. Oh, ja, so irgendwas, ja? Ja, so machen wir doch mal einen Schnitt hier durch. Oha, da hatte der Chat ein Delay. Ups. Das ist aber komisch. So, und wenn wir jetzt hier. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen Geräte abschneiden können, aber das macht ja nichts. Mit meinen Movement Skills schaffe ich das alles. Jetzt ein kleines Raketentraining. Ziele auf die Box. Drücke mittlere Maustaste, um eine Rakete abzufeuern. Ah, heute leider keine Song Requests, genau. Song Requests gibt es dann wieder bei WoW. Und jetzt? Ah. Was ist das denn für ein Game? Ey, das ist halt echt richtig lustig, das muss man echt sagen. Das ist halt so ein kleines Rätselspiel. Ja, Rätselspiel kann man schon sagen. Oh Gott, komme ich jetzt da rüber? Wow, war das knapp. Achso, länger Leertaste, dann springt er auch höher. Ah, okay. Ja, das ist ein Spiel, wo ich mir vor x Jahren gekauft habe und ich habe das auch damals bei einem anderen mit angeguckt, ein bisschen. Zwar nicht ganz, weil ich nach den ersten Stunden oder so, wo ich da zugeguckt habe, habe ich mir gesagt, ich muss das aber zocken. Deswegen habe ich es damals nicht fertig angeguckt, das Let's Play, also ein bisschen werde ich mich vielleicht wieder erinnern oder so, was da so alles ist. So, genug gespielt. Du musst hinter Big her. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht zu oft hier ist. Genau, rechtzeitig das Abenteuer ist. Yes. Oh yeah. Crash. Und das heißt, das hier ist unser erstes richtige Level dann. Pots 1000. Was war das? Hast du uns was. Hat uns was getroffen? Anscheinend. Ja, vor allem, es sind immer Spiele in deiner Bibliothek dann drin, in deiner Steam-Bibliothek. Die willst du irgendwann einmal durchzocken. Einfach mal wegzocken. Fast hätte es mich erwischt. Ich habe meine ganze Ausrüstung verloren. Oh Mist! Was zur Hölle sind wir? Wo zur Hölle sind wir? The Bowl of Trying.
Ich werde dich führen. Los, sammle mich ein. Okay, wir müssen hier raus und Big finden. Auf geht's. Alright. So, wie Sie sehen, ist das hier die Spielwelt dann immer. So mehr oder weniger. Hat sogar eine kleine Story. Ja, da bin ich auch immer gespannt, weil storymäßig weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Wir sind halt hier komplett diesen Canyon gecrashed. Moment, ich muss hier kurz immer noch. Das wäre nicht schlecht, einmal das switchen. Weil wenn hier unten immer was vom Ding ist, vom Radio, dann machen wir das immer so. Genau. So, pull, pull, pull. Was brauchen wir denn die? Aber ich pull jetzt einfach mal runter, wenn die das so sagen. Da oben hätten wir noch ein Teil. Die Batterie muss ich erst wieder finden. Aber wir haben hier noch ein paar andere Gegenstände. Da oben ist ein Laser. Hol ihn dir. Ja, das wird jetzt interessant, hm? Ich könnte jetzt hier einfach mal sowas hernehmen. Ah, das ziehen wir uns lieber her. Das geht, glaube ich, schneller. Also ziehen ist, glaube ich, wesentlich schneller. Wie alles andere. Oh, das ist aber knapp, oder? Ach so, das ist hier lose drauf. Machen wir das gleich mal runter hier. Okay. Genau das habe ich mir gedacht. Könnte mir vorstellen, dass das öfter mal noch passieren wird. Weil ich muss halt einfach aufpassen, dass mir ja die Gegenstände nicht drauf fallen. Weil sonst bin ich tot. Wie man da gerade gesehen hat. Also immer ein bisschen aufpassen noch, wo ich das Zeug hinschicke. Alright. So, du hast genug Battery eingesammelt. Laser benutzt? Ja, also tutorialmäßig weiß ich noch. Und den muss ich einfach mal cutten, oder wie? Ja, den schneidet man gleich so schräg. Bla. Dass er runterfällt, ha? Oh! Was ist jetzt der Gegner? Nee. Nee. Ich will jetzt nicht. So, da vorne ist noch eine Kassette. Ja, die schneiden wir hier gleich einmal runter. Ah, ich glaube, das Game war schon richtig nice damals. Ich das ein bisschen gezockt habe. So. Folgendes Problem hier schon gleich mal. Ich glaube, dieses Material kann man nicht schneiden, oder? Okay, anscheinend schon. Aber es gab dann noch Material, das man nicht schneiden konnte. Da gab es noch was. Rocket. Ups. Vielleicht ist es sogar jetzt hier diese An. Vielleicht sind die Anweisungen hier jetzt ja sogar. Wow. Für irgendeinen Erfolg könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe schon einige Ausgänge gesehen. Und das scheint einer zu sein. Sollte ein leichtes sein, da hochzukommen. Ah ja, da stehen wir ja sowieso gleich davor. Ja, da sehe ich jetzt auch kein Problem, weil ich weiß nicht. Von hier anfangen. Ich weiß auch nicht, wie lang ich da immer brauche für bestimmte Aufgaben. Oh, das will er jetzt nicht wegziehen. Ich wollte mich jetzt eigentlich da mehr oder weniger bloß draufstellen, dass ich da die Steine besser abschneiden kann. Aber ich glaube, das geht hier auch schon so.
Vor allem, wenn hier schon mal das vorgeschnitten ist, schneide ich das jetzt einfach mal nach. Und jetzt hauen wir noch ein bisschen weg hier. So. Genau. So, und den machen wir ja auch noch raus. Mit Steigung muss ich mal gucken, wie ich da zurechtkomme. Aber ich denke, da werde ich schon hochkommen, oder? Ich denke schon. Schau mal bloß einmal noch kurz. Ich bin außer Reichweite. Ich hätte mir wahrscheinlich ein bisschen vorher informieren müssen, ob es hier überhaupt Erfolge gibt für dieses Game. Moment, ich könnte aber noch kurz... Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Nee, Moment. Da. Einmal kurz dieses Programm noch starten. So. Genau, ob ich jetzt da noch alle runterziehen muss. Oder ob ich hier... Ich bin wahrscheinlich hier dann schon fertig, ja. Also diese kleinen Viecher, die sind ja auch noch interessant. Also werden wahrscheinlich noch interessant werden. Und Musik läuft halt auch die ganze Zeit. Komplett durch. Auch nicht schlecht. Und die Steigung ist ganz gut. Sehr gut. Einmal kurz noch das hier schließen. So, alright. So, Stein, 1 von 4. Nehme ich an, das ist das Ziel meiner Reise, was? Schöne Aussicht. Aber ganz schön hoch. Wie zur Hölle soll ich da runterkommen? Komm, lass mich dir helfen. Oh, der kickt uns einfach nach unten. Lol. Ach so, die haben wir schon. Tode 1, Kassetten 1 bis... Oh mein Gott. Also, das heißt, es hätte wahrscheinlich wieder so... Was ist 7,12? Es hat wahrscheinlich jetzt so ein Wiederspiel... Wert hätte eigentlich das Spiel dann schon, wenn man nochmal diese Erfolge machen will, wie vielleicht ich. Müssen wir mal gucken. Aber wir gehen jetzt mal ins nächste Level.